Hallo und herzlich willkommen wieder hier bei Die Selbermacher. Heute haben wir Mitte Oktober und es ist schon einige Monate her, seitdem wir die Zuckermelone angepflanzt haben, hier ins Gewächshaus. Ich will heute mal nachschauen, was aus dieser geworden ist, was für eine Fruchtansätze sie gemacht hat, ob vielleicht eine Frucht bei rausgekommen ist. Und ich würde einfach sagen, wenn ihr Lust habt, bleibt dran, ich nehme euch dazu mit. Auf geht's! So, dann wollen wir mal gucken, was aus der Melone geworden ist. Da haben wir sie. Ein kleines Pflänzchen. Hier haben wir den Einstecker Zuckermelone Anasta veredelt. Wollen wir mal sehen, ob wir da irgendwo eine Frucht finden. Schauen wir mal einfach. Schöne große Blätter hat sie ja. Allerdings hat sie hier diese, seht ihr das? So schwarze Punkte drauf. Das sind sicherlich Läuse. Vielleicht war es nicht so gut, sie neben Tomaten zu pflanzen. Könnt ihr ja mir mal in die Kommentare unten reinschreiben, ob jemand da Erfahrungen gemacht hat. Ansonsten, hier geht sie einmal lang, hat eigentlich schöne große Triebe gemacht, aber irgendwie nicht wirklich viele Fruchtansätze. Eine Frucht habe ich gesehen, hier vorne. Eine kleine Frucht. Ist ganz schön kalt und da jetzt Bodenfrost angesagt wurde bei uns, werde ich die jetzt rausnehmen. Hier im Gewächshaus wird natürlich nicht so schnell der Frost kommen, aber ich werde sie trotzdem einmal abschneiden und dann gucken wir mal, was daraus geworden ist. So, dann gucken wir mal, was das geworden ist aus der Melone. Echt gespannt. Super sieht sie aus. Na, wo ist sie? Da habt ihr sie. Oh, und duften tut sie ganz ehrlich gesagt auch. Richtig lecker. Ob es auch schmeckt. Die Kerne machen wir mal weg. Ich war noch nie so der Kernesser von Melonen, egal ob Wasser- oder Zuckermelone, Honig- oder Galliermelonen, das ist ganz egal. Die Kerne, die mochte ich noch nie so. Wunderbar. Also ganz ehrlich, zuckersüß und einfach nur lecker. Also, mein Fazit. Was ist mein Fazit fürs nächste Jahr? Auf alle Fälle werde ich wieder eine Zuckermelone anbauen. Ich werde versuchen, sie nicht mit den Tomaten zusammenzusetzen. Werde sie trotzdem unter Glas halten. Früher pflanzen. Vielleicht noch ein bisschen optimieren die ganze Geschichte. Einen anderen, spezielleren Dünger nehmen. Und dann hoffen, dass da mehr Fruchtstände bei rauskommen. Vielleicht muss ich auch eine zweite mit daneben setzen, einfach wegen der Bestäubung. Habe ich dieses Jahr nicht so wirklich bedacht und gewusst. Werde das nächstes Jahr anders machen und einfach los geht's. Das war das erste Jahr, der erste Versuch mit den Melonen. Wassermelone hat nicht geklappt. Bei mir Zuckermelone habe ich eine Frucht geerntet. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, kostenlos abonnieren nicht vergessen, schreibt uns was in die Kommentare, vielleicht auch einen Tipp oder eine Anregung, wie wir es nächstes Jahr anders machen können. Ich sag guten Hunger, viel Spaß beim Weiterschauen unserer Filme, bis zum nächsten Mal, tschüss und ciao, sagen die Selbermacher, bye!